1, 2, 3. Aderare, zijn we thema. Voelt eruit dat we het samen zingen dan. Ich war letztes Jahr an Finalissima, 2016, und in diesem Stadion gestanden und habe Blut geschwitzt und einfach nur eins wollen. Und zwar, dass Wacker Thun gewinnt. Und dann habe ich die Fangesänge gehört und gemerkt, wie viel Energie da ist. Und dann gefunden, da kann man noch ein bisschen Variation reinbringen. Und ich kann ja Musik machen oder spiele in einer Band. Wieso probiere ich nicht mal das so umzusetzen und Wacker, ja, einen Song zu schenken in dem Sinne. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass wir müssen gleich auch da den Mut finden, von den Mikrofon C rauszulassen. Ich glaube, das ist nicht unsere Energie, länger und mehr auch gelungen. Aber haben wir einfach zu schnell gesehen. Wo wir daher sind, ich hatte keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und dann hat der Tom abgespielt. Und ja, ziemlich von Anfang an haben sie immer gesagt, die fühlen es recht. Also, das ist wirklich, ich finde es mega cool, ja, freut dran. Ich glaube, das wird eine gute Stimmung in die Lachenhalle zaubern. An der Aare sind wir daheim. Also, und jetzt mit dieser Attitüde. Ich habe angefangen mit einer Idee und bin dann mit dem Gebel zusammenarbeiten. Der Gebel hat das Ganze einfahren. Er ist der Tontechniker und Produzent von diesem Song. Er hat das gigantisch erkannt, was meine Vision ist. Und er auch mit seinen Tipps haben wir das zusammen entwickelt. Ich mache schon lange Musik, also ich spiele selber Schlagzeug. Aber ich habe mit der ganzen Tontechnik Geschichte habe ich dann später angefangen und seitdem er gewusst hat, dass ich auch mische und Musik kann produzieren kann, ist er dann auch zu mir gekommen und hat so wie mehr ins Boot hineingekommen. Wenn man jetzt beide Takes anlässt, im zweiten Take, hat er plötzlich viel mehr Energie bekommen. Oder noch mehr Luft reinkommt, irgendwie, die Distanz zum Mikrofon. Und das D sagt er auch nicht. Handball. Also ich habe definitiv gespürt, dass es eine Einheit ist. Das war so ein bunter Tag, den ich recht bewundert habe. Ich habe recht Freude gehabt. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich das Handball als Sprungbrett brauchen kann für meine internationale Gesangskarriere. Ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal nicht im Handball spiele und Zeit habe, würde ich gerne mal irgendwie Gesangsunterricht nehmen. Das wäre für mich mega gut, aber vor allem für alle rund um mich herum. Ich singe leidenschaftlich gerne in jeder Situation. Ich glaube, nicht immer gut, aber die Leidenschaft überdünkt die Qualität des Tons. Ich lache! Halleluja! Schlussendlich haben wir jetzt eine Hymne geschrieben für eine Mannschaft. Nummer 1 in der Schweiz sind wir. So!